Willkommen zu Nerd Alert Games Top 10 Games 2013. Platz 8. Splinter Cell Blacklist. Splinter Cell Blacklist hat wie in Conviction versucht, Action und Schleichen zusammenzubringen und ich muss sagen, es hat funktioniert. Eine Terroristengruppe, die sich die Engineers nennen, bomben einen Militärstützpunkt in Grund und Boden und drohen damit wöchentlich weitere Anschläge zu verüben, wenn die USA ihre Militärpräsenz nicht zurückzieht. Sam ist der Boss von Third Echelon, die jetzt herausfinden wollen, was die Terroristen wirklich im Schilde führen. Okay, die Story ist wirklich nicht originell, aber das Gameplay macht es wieder gut. Das Leveldesign ist der absolute Star der Show. Alle Level sind so ausgelegt, dass ihr entweder schleicht, den Feind lautlos und ohne jemanden zu killen ausschaltet, oder ihr macht einen auf Rambo und werft Granaten, greift euch die nächste Shotgun und rennt schreiend durch die Gegend. Diese Stile werden im Spiel als Stealth, Panther und Assault Stil bezeichnet. Manche Stile sind je nach Level mal schwer und mal weniger schwer zu meistern. Kann ich nie glauben. Gerade diese Stile sorgen dafür, dass ihr immer wieder Lust auf Blacklist bekommt. Einer der spaßigsten Level und wirklich am clever designtesten ist das große Anwesen in Paraguay. Dort gibt es so viele Möglichkeiten, wie ihr vorrücken könnt, dass euch garantiert nicht der Spielspaß flöten geht. Takedowns von der Seite oder von einem Vorsprung aus sind absolut kein Problem, denn geduldig sein zahlt sich in Blacklist aus. Ihr entdeckt immer wieder neue Wege, wie ihr den Gegner am besten ausschalten könnt. Sam hat auch eine Reihe an Gadgets am Start, wie zum Beispiel neue Waffen, die ihr upgraden könnt, neue Anzüge und hier kommt das Interessanteste. Je nachdem, wie ihr spielt und wie ihr vorgeht, könnt ihr eure Ausrüstung eurem Spielstil anpassen. Ihr wollt keinen Lärm machen? Absolut kein Problem, zieht einfach die leisen Treter an. Das Ganze peppen wir dann noch auf mit dem Rest des Anzugs und einer Schockarmbrust plus einer neuen Farbe für Sams Nachtsichtgerät und schon seid ihr bereit, die Welt wieder gerade zu rücken. Sam kann auch noch die mobile Einsatzzentrale, das Flugzeug, upgraden, damit Sam mit schicken neuen Sachen unterstützt werden kann. Nebenmissionen habt ihr auch, wie zum Beispiel Wellen von Gegnern überleben oder einfach nicht entdeckt werden. Und damit nicht genug, der Multiplayer-Modus ist natürlich auch wieder vorhanden, den ihr mit Leuten aus der ganzen Welt spielen könnt oder mit euren besten Freunden. Der beliebte Modus Spice vs. Mercs ist natürlich auch wieder dabei und macht einfach nur eine Menge Spaß. Schön! Die wissen natürlich, dass ich hier bin. Hinter mir formieren. Gehen jetzt rein. Da ist der. Oh, Helm. Böser Helm. Ich bin ein großer Splinter Cell-Fan, seit 2002 der erste Teil erschienen ist und im Schleichgenre ordentlich am Thron von Metal Gear Solid gesägt hat. Blacklist macht einfach vieles richtig. Das super Gameplay, extrem viele Möglichkeiten, wie ihr vorrücken möchtet, was einen super hohen Wiederspielwert erzeugt. Und deswegen hat Splinter Cell Blacklist einen Platz in meiner Top 10 verdient. Oh, 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 heilige Scheiße! Briggs, wir kommen jetzt zu dir. Kommen wir wieder zu einem Spiel, das es nicht in meine Top 10 geschafft hat. Metro Last Light. Metro Last Light hat wirklich einen guten Mix aus Survival Horror, Action und exzellentem Gameplay. Die Grafik von Metro Last Light ist der Wahnsinn. Natürlich ist die meiste Zeit in Metro Last Light alles dunkel, was eine sehr gute Atmosphäre erzeugt. Ohne eure Lampe werdet ihr echt aufgeschmissen. Ihr spielt in Metro Last Light Artyom. Artyom ist verantwortlich für die Ausrottung der sogenannten Schwarzen. Zumindest dachten wir es. An der Oberfläche soll ein Überlebender der Schwarzen gesichtet worden sein. Artyom zieht los und überprüft die Lage. Nach einer wilden Verfolgungsjagd wird Artyom und der Schwarze von Neofaschisten gefangen genommen und er muss natürlich jetzt zusehen, wer da rauskommt. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Das machen die Schweine doch extra. Boah, was für ein Pisser! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie, lebe hoch! Zwei. Lang lebe Genosse Moskwin! Drei. Wahnsinn. Bitte, bitte. In den Tunneln ist es dreckig, düster, brutal und extrem gefährlich. Alles will euch töten, aber ihr habt die Wahl, wie ihr die Mission angehen möchtet. Entweder schleicht ihr euch durch oder ihr feuert aus allen Rohren. Okay. Wunderschön. Ich weiß nicht, wie schnell ich reagieren kann mit dem Messer hier. Das ist kacke, echt. Nein, komm schon! Jawohl! Keiner hat was bemerkt? Alles klar.
Die Missionen an der Oberfläche sind sprichwörtlich atemberaubend, denn an der Oberfläche müsst ihr eine Gasmaske tragen und das Teil geht echt nichts. Auch hier ist mir die Entscheidung wirklich super schwer gefallen, denn wir haben hier einen soliden Shooter mit einer Top-Atmosphäre, die euch einfach weiterspielen lässt und euch an den Bildschirm fesselt. Wer einen guten Shooter sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen. Metro Last Light erzeugt eine klasse Atmosphäre. Die verschiedenen Herangehensweisen machen Lust darauf, Metro mehr als einmal durchzuspielen. Überall lauert etwas, seien es irgendwelche mutierten, rattenähnlichen Viecher oder Geister, die sich in den Tunnel verstecken. Irgendwas wird in Metro immer geschehen und eins ist sicher, es geht garantiert blutig aus. Wow! Wir töten uns gegenseitig. Scheiße. Schaut auch morgen wieder rein, denn dann lernen wir jemanden kennen, der es faustdick hinter den Ohren hat.